Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im LS22 auf der Hof Bergmann mit dem Paddy und dem Paul. Hallo. Hallo. Bist du gerade im Baum hochgefahren, Paddy? Nö, alles gut. Nee, verstehst du. Wieso bist du auch schon wieder hinter mir? Naja, meine Bahn geht halt in deine Bahn, soll ich dir sagen. Aber ich glaube, wir werden diese Folge fertig. Ach, wir sind gleich fertig. Du noch eine Bahn, ich noch eine Bahn und dann ist es ja erledigt. Wollen wir denn zusammen die Bahn beenden? Aber da müssen wir mal einen Punkt finden, wo du ansetzen kannst. Na, dann mache ich jetzt hier geradeaus. Na, es wird doch noch mehr als. Schön. Weißt du, was uns da unterscheidet? Dass du falsch rumfliegst? Dass du zwar den größeren Flug hast, aber ich den geileren Schlepper habe. Also. Ich hab vorhin schon mal gesagt, der Walter ist ein halber Fan. Das ist egal. Kein ganzer. Die optische Komponente hat der Fan gewonnen. Soll ich die Bahn nehmen? Ich mach mal hier das weg, was du übersehen hast. Da bist du, ja. Was? Hm? Nee, da bin ich nicht gekommen. Das bist du gekommen. Ah, ja. Achtung, da kommt ein fliegendes Fass. Hey! Ich hab den Fuß gerade abheben gesehen. Ich hab nicht abgehoben. Natürlich hast du abgehoben. Hab ich auf Band, mein Freund. Ich hab nicht abgehoben. Das grüne Ding wird höher als das goldene Ding dahinter, weißt du? Aha. Das Fass hat nicht abgehoben. Boah. Das Fass hat nicht abgehoben. Arme Unimog, ey. So viel Leid und Schmerz ertragen müssen. Super, der fährt einfach durch. Egal was ist. So, du hast gesagt, irgendwas muss noch gefordert werden, Paul. Die 21 und die 6. Oder mach ich. Du gerade 21, das ist das größte Feld, was wir haben. Ja. Das macht einfach keinen Spaß mehr mit dem, ich sag dir, was ist. Das ist. Du kannst auch hier wieder Gras ansehen, wenn du willst, ist mir auch egal. Hey, ich geh jetzt probern. Du kannst auch zuerst die 6 machen, dann hast du ein Erfolgserlebnis und dann gehst du zu 21. Nein, du kennst doch das Eat the Frog First Prinzip. Mein Gott. Ja, aber du hast euch schon gepflügt, damit hast du den Frosch schon gegessen. Das war gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Hey, gibt's hier noch eine Kuhweide? Ja, das ist der zweite Hof. Ah ja, stimmt. Da wandern wir jetzt aus und lassen dich alleine. Na Gott sei Dank, endlich Ruhe. Endlich kein Geld mehr für sinnlose Sachen ausgeben. Mhm, wen wollen wir raten, oder? Was? Hallo, der ist wichtig, der bereichert den Hof. Alles gut. Was haben wir denn jetzt eigentlich? So 16.000 Euro Rad. Ne? Wir sagen mal so, das teuerste Ding, was wir uns jemals geleistet haben, fährt mit dir auf dem gleichen Feld. Patti. Das verstehe ich jetzt ja nicht so, ne? Schwierig. Ist echt schon das berecht. Naja, jedem wie er es verdient, ne? Weißt du, ich war jetzt so nett zu ihm und unterstütze ihn beim Flügen. Ja. Das ist man nicht gewohnt, deswegen muss man immer dagegen schießen. Mhm. Also irgendwo ein Haken dran. Ja, irgendwas ist komisch. Mach doch weiter. So ein Haken dran, ey. Da gibt kein Haken dran. Nee? Du sollst einfach mal nett sein. Ja, das ist schon das Komische daran. Ja, eben. Dass du von dir aus schon mal nett sein willst, das ist. Also. Es stellt mich doch nicht immer hin, als wäre ich ein Mensch. Davor würde ich hier im Hof wahrscheinlich eine Ölfläche-Quelle finden. Bevor das nochmal passieren würde. Wie stehe ich auf dem Auto? Was? Ah ja. Ach nix. Alles gut. Patti, du hast ja das Gewalt-DLC schon ein bisschen getestet, ne? Hab ich das? Ja. Ja. Findest du denn hat die. Hat das Göbel-DLC? Ja. Findest du die Pöttinger Presswinkel-Kombi besser oder die Göbel-Presswinkel-Kombi? Der Vorteil bei der Pöttinger ist,
Die hat halt drei Ballengrößen, was sie verarbeiten kann. Das ist der Vorteil. Der andere Vorteil bei der Göwall ist, sie hat noch einen Silier-Mitteltank. Muss aber halt mit 125er Ballen zurechtkommen. Und sie hat einen Ballendreher. Und sie ist optisch auch, halb hoch. Oder? Was? Die Verdinger hat auch einen Ballendreher. Nein. Oder also nicht? Das hatte die im 19er, die kleine. Aber irgendeine Ballenweise hat auch einen Dreher drin. Ist nicht die Pöttinger? Ja, nach, die, die Mod, die diese Mod-Hub gibt, die kleine, die FC 125, die hat das. Die hat einen Ballendreher. Die große, die wir ja haben, die hat das ja nicht. Ach, nee. Press hat das nicht. Stimmt, hat er recht. Leistungsbedarf ist halt auch angenehm für die Göwall-Presser. Kannst du halt auch, kannst du auch mal einen kleineren Traktor davor hängen. Die braucht dann bloß 120 PS oder so. Ja, ja. Gut, wenn sie bloß kleine Ballen macht. Aber was sie echt geil hingekriegt haben, die Geräuschkulisse. Oh ja. Ich habe auch das Gefühl, dass die Ballenwickler bei den Pressen um einiges schneller sind. Wir werden das ja nächste Woche, ne? Ja, nächste Woche, wenn wir das auf dem Server haben, dann schauen wir uns das an. Die Maschine steht da immer noch. Das Ding von Hypowel. Hallo. Was? Das ist so geil. An meinem Schlepper steht Paddy dran und hinten an der Seemaschine hält Paddy. Ja, du. Da war ja was, ne? Oh, da fällt so ein Tiefrot. Bin da! Oh nö. Aber ich sag mal so, die Göber ist ja für eine andere Struktur gedacht als die Pöttinger. Weil die Pöttinger nimmst du ja halt auf dem Großbetrieb mit. Ja, aber ich find's trotzdem spannend. Wir haben ja im LS22 schon wirklich sehr viele Ballenpressen, ne? Ja. Also wirklich viele. Und da kannst du halt richtig geil vergleichen. Das ist wie beim Vermehrpack, ich würde mir nie die Selbstfahrer holen. Ja, ich glaube nur, dass wir den Vorteil nicht sehen. Ich kenne ihn nicht, aber das Ding muss einen Vorteil haben. Mir hat sich der Vorteil auch noch nicht gezeigt. Aber ich glaube, das ist auch, die Presse ist nicht für unsere Region gedacht. Ja, ich glaube nämlich, irgendwas hat's da, ja. Du hast, es ist... Weiß ich nicht, wie das geht. Bin ich jetzt doof? Hast du schon mitbekommen, dass da der von hinten sich einen neuen Schlepper gekauft hat? Kubota! Jo! Den hat er schon, da haben wir auf der letzten Farmcon schon drüber gesprochen. Ach so. Der war nur nicht lieferbar. Das ist richtig. Wie vieles andere auch. Ich hab's jetzt bloß das Video gesehen von ihm. Also, yeah. Und der sieht aber echt schick aus. Binste! Ich finde das mit dem Schwarz-Orange finde ich richtig geil. Kann ich gar nichts mit anfangen. Also finde ich Janssen schon schöner. Da hat er auch 900 irgendwas geholt. 39, ne? 39 schwarz. Ja. Mit roten Felgen. Natürlich. Das passt nicht zusammen. Ich finde, also ich habe mir das bei Fabi von hinten auch angeschaut. Mir gefällt er nicht, muss ich sagen. Wobei, du musst es halt auch objektiv als Arbeitsgerät sehen. Mhm. Das ist eigentlich nur egal, wie es aussieht. Und vom Preis her war der bestimmt günstiger wie ein Fendt. War einiges wahrscheinlich, ja. Das definitiv. Und wenn das für ihn, sag ich mal, von der Leistung und vom Arbeiten her reicht und passt. Das Problem, das du heutzutage ja hast, ist, dass die Fahrzeuge alle nicht mehr langlebig sind. Du musst im Prinzip dieses Fahrzeug nach der besten Werkstatt aussuchen. Das ist eigentlich ein Trauerspiel. Ja, also bei uns in der Nähe ist es so, oder? Darum fahren bei uns im Moment sehr viele Valtra rum, weil die Valtra-Werkstatt im Moment relativ gut ist.
Was denn jetzt gegen Waltra? Nichts, was hilft. War so klar. Was hast du erwartet? Warum fahren wir Mercedes? Das ist immer die Werkstatt selber, weißt du? Mhm. Ja, das wird es aber auch immer ewig geben. Habe ich euch meinen YouTube-Tipp schon gegeben? Die Bartfarm? Was für ein Ding? Das ist ein YouTube-Kanal, der heißt Die Bartfarm. Okay. Ja, das sind auch Leute, Alter. Das, der Vater und zwei Söhne. Wobei die Söhne schon 40 plus sind, ne? Ach. Alter, die kaufen Zeug zusammen, ne? Das kannst du dir nicht vor. Reparieren alles selber, haben auch eine Drehbank und machen alles selber, weißt du? Und kaufen den, also wenn du das siehst, ne, die kaufen den größten Schrott, was du kaufen kannst. Und wundern sich dann, dass es nach der Reihe alles kaputt wird. Ah ja. Oh, es ist so, so herrlich. Na gut. Kann man machen, ne? Ja. Habt ihr noch so YouTube-Kanäle, was ihr immer wieder reinguckt? Ich schaue aktuell 0, gar nichts YouTube. Okay. Höchstens ab und zu mal ein Tutorial für irgendwas zu reparieren oder so. Das, ja, was in meiner Vorschlagsliste immer drin ist, das gucke ich halt immer mal durch. Das ist die Person, die mir dazwischen. Da ist Young dazwischen, da ist. Dann wird ein MV. Komm jetzt nicht auf den Namen. Hannes! Hannes, genau, der ist mit dazwischen. Sieht das schon gut aus, wenn der hier quer durchs Feld pest, ey. Gibt's aber wenigstens eine richtige Textur? Ja, das passt. So mit O? So mit O. Ablassen. Fahrspurassistent und los geht's. Die Buttertrommel ist leer. Käse ist auch bald leer. Die Buttertrommel. Das läuft. Machen wir hier auch meist drauf, wo ich jetzt bin, 21? Du war einmal durch, oder? Einmal komplett. Dass man auch mal richtig Spaß haben kann mit dem Gefährt. Hat die Kind jetzt schon. Brauchen wir da noch einen Mann mehr? Ja. Weil einer muss hexen, einer muss abfahren, der andere. Ich glaube, ein Abfahrer wird zu wenig. Ja. Der andere, der kümmert sich ja dann um die Ballen bei der Gewalt. Die müssen ja weg dort. Da steht mal den Sammelwagen hinten dran. Flup, flup. Ja, da kommt auch viel flup, flup raus. Macht die auch 150er Ballen oder was? Ja. 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 Du hast die Vario und die LT Master drin. Die Vario, die hat bis 150er Ballen.
Ja, mal überlegen, wer wir da mitnehmen können. Ah, ich hab schon eine Idee. Oh je. Richie. Ja. Ich hab's geahnt. Der Richard muss ran. Er hat jetzt aktuell wieder ein bisschen Bock auf LS. Oder erstmals Bock auf LS. Ja. Da war ja im 22er jetzt nicht so aktiv. Nee. War der überhaupt mal da? Ja, da immer, aber sie haben ja was anderes gezockt und jetzt spielt er auf dem Server mit. Oho. Ist aber ein strikter Anti-CP und AD-Spieler. Mhm. Und Nico ist auch mit dabei. Der spontan sympathisch. Was? Paul ist auch wieder anders als die anderen Kinder. Ja. Ich spiele auch komplett ohne Automation. War auch zu oft an der Hausmauer geschaukelt. Ja. Nein, ich hatte eine riesige Heidi-Schaukel. Oh. Bis ins Tal. Grenzwertig aufgehängt direkt neben der Betonmistplatte. Hallo. Da haben wir den ehemaligen Entmistungstower, wer da genutzt ist, war ein Stahlträger, 20 Meter hoch und da ging eine Schaukel dran. Kannst du gerade keinem erzählen, nee. Vor allem, wenn du Vollgas gegeben hast, bist du Richtung Straße vorgekommen. Also wenn dein LKW fährt, hättest du den streifen können. War schon lustig. Ach, du weißt, dass es Chaos gibt? Ja. Natürlich gibt es Chaos. Wenn ich da so jetzt die Gespräche so immer mitkriege, ist es gut, dass es hier unter uns bleibt. Weiß ich nicht, was du meinst. Ich weiß auch nicht, was ich meine. Habt ihr schon wieder? Ach, nix. Oh Gott, ich bin nervös. Es sind sehr erwachsene Gespräche. Ja, also, du weißt ja, man ist immer so alt, wie man sich fühlt, ne? Hm. Wieder beim Thema Midlife-Crisis sind, ne? Der Geist ja manchmal wie ein 18-Jähriger im Körper eines 80-Jährigen. Ich weiß nicht, warum es da was da jetzt wieder zu lachen gibt. Das verstehe ich jetzt schon wieder nicht. Guten Tag. Richard. Guten Tag. Hallo. Doch, nee. Hast du ihn direkt angeschrieben? Natürlich. Was ist? Richard, wie sieht's aus? Nächsten Sonntagabend. Was ist das? Heute in der Woche. Was ist da? Ich brauche dich für 4 Aufnahmen. Brauchst mich für Aufnahmen? Ja. Für was auch eigentlich mal gutes Personal. Ich hab mir gedacht, ne, vielleicht, wenn du Bock hast, eine Stunde oder anderthalb, können wir mal gemeinsam was aufnehmen. Was machst du denn? Also was? Hof Bergmann. Wir nehmen gerade Hof Bergmann auf und wir planen gerade die kommende Woche. Oha. Und wissen, dass wir... Habt ihr einen LKW? Ja, doch, wir haben LKW, ja, logisch. Ja, dann ja. Okay, Richard ist dabei. Alles andere besprechen wir nächstes Mal. Okay. Das war's schon wieder. Danke, Richard. Kann ich noch einen Freund aus dem Zoo mitnehmen? Nein. Ja, okay, du kannst Nico mitnehmen. Okay, alles klar. Ja. Gut, bis nächste Woche. Danke. Ciao. Tschüss. Das Chaos ist vorprogrammiert. Das wird witzig. Wolltest du ihm auch erzählen, dass er den LKW nicht fahren kann? Nein. Im Feld? Nein. Okay. Gut. Vielleicht sollten wir den Akkutrag noch mit draufnehmen, dann können wir den kurzfristig mieten. Dann fährt keiner mehr ein. Nee, immerhin schaltet er nicht ein. Mercedes oder Volvo? Ja, der Privat. Er war auch immer anders als die anderen Kinder, ne? Ja, genau. Okay. Ich hätte auch zu oft an der Briefmarke geleckt. Jetzt noch die Briefmarke, wow. Ja.
fertig hast gesehen. Na, ich brauche noch 100 Jahre zum Grobern. Aber nicht mehr heute. Meine Damen und Herren, für den Moment sind wir schon wieder fertig. Danke fürs Zuschauen und fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben. Da wir sehen uns gerne beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüssi. Tschüss.